Kartoffelsammelaktion in diesem Jahr, die ist perfekt. Wir haben Kartoffelferien mit einem Wetter, was wir, glaube ich, nie gekannt haben, dass wir Temperaturen von ca. 20 Grad haben in der Kartoffelernte und Sonne. Das lockt die Kinder, ja, und die Enthusiasten für Kartoffeln vom Feld auf unsere Felder. Hier werden Kartoffeln in drei verschiedenen Farben angebaut. Dann machen wir speziell für die Kartoffelsammelaktion. Das heißt, wir haben eine ganz blaue, das ist die blaue St. Galler, auch Trüffelkartoffel genannt. Dann haben wir eine rote, rotschalige Kartoffel, das ist eine Laura, die ist aber hell von innen. Eine ganz goldgelbe, halb festkochende Kartoffel, also die ist vorwiegend festkochend, ist ein bisschen mehlig bei, schmeckt toll als Soßenkartoffel. Und dann haben wir die festkochende Belana in Gelb. Die Kinder sammeln mit unheimlich viel Freude und die Erwachsenen auch. Die Kartoffeln, die selbst gesammelt sind, schmecken viel, viel besser als alles, was man sonst kaufen kann. Das Schönste ist, dass transportiert wird, dass die Kinder wissen, aha, der Herbst, Frühjahr Kartoffelferien, ist die Erntezeit für Kartoffeln. Und im Frühjahr hat man die Kartoffeln noch aus Oktober im Keller oder im Lager. Und hier bekommen die Kinder eine geerdete Situation. Hier bekommen die Kinder Kontakt zum Mutterboden, wie es hier gewachsen ist. Ja, und das macht einfach Spaß, da wir in jedem Jahr mehr Antrieb haben und mehr Anlauf haben für diese schöne Aktion, die wir jetzt seit 10 Jahren betreiben und das auch in Zukunft weiter ausbauen möchten. Die Ernte für die Kartoffeln wird normalerweise auf Profimaschinen gemacht, auf der anderen Seite, wo direkt die Kartoffel gesammelt wird und auf Anhänger verladen wird. Wir machen hier die klassische alte Art, das heißt, wir roden die Kartoffeln erst aus, legen die auf dem Feld ab und dann werden die gesammelt. Das war diese Situation, hat man bis in den 50er oder bis in den 60er Jahren auch noch praktiziert. Ja, und heute praktizieren wir das eben für die Kartoffelsammelaktionen, haben da einen extra einen Schwattroder dafür, der uns hier auf Schwatt legt und dann können die Kinder die mit viel Freude oder die auch die Erwachsenen mit viel Freude ihre Eimer hier füllen. Viele, viele haben auch mittlerweile, die ihre Kartoffeleinkellerung hier komplett betreiben. Die sammeln sich die Kartoffel für das ganze Jahr auf und haben die dann selbst ausgesucht im Keller. In diesem Jahr gibt es noch eine Facebook-Aktion dazu. Alle, die ein Kartoffelbild mit Kartoffelstempeln einschicken, haben die Chance, einen großen Obstkorb zu gewinnen. Ja, und in der Hoffnung, dass da viele daran teilnehmen, ja, und dass im nächsten Jahr wieder alle, die hier waren, sich wieder hier einfinden, ja, verbleibe ich erstmal. Wir sind vom St. Theodorus Kindergarten aus Keppel. Die Kinder finden ganz toll, dass sie sich hier frei bewegen können, dass sie die Erde in die Hand nehmen können. Die verschiedenen Farben der Kartoffeln fanden sie sehr faszinierend, besonders die lilafarbenen Kartoffeln. Der Tag war heute gut.